Hi. Schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Dark Souls 1 Remastered, All Bosses mit dem Kniff, dass ich von anderen Spielern angegriffen werden kann, geht weiter. Ich sitze hier am Firelink und habe ein paar Seelen, die ich ausgeben will. Ich bin mittlerweile Level 14 für alle, die zuschauen. Und also alle, die live zuschauen, die Bescheid wissen müssen, welches Level ich habe, meine ich natürlich. Ich will auf jeden Fall ein bisschen in Kondition gehen. Also Stufe 16 nach dem Leveln. Und dann schaue ich mal, ob ich jetzt zumindest mir den Oberkörper bedecken kann. Und weiterhin eine... Nee, keine Light Roll, leider. Leider keine Light Roll. Ich habe aber einen Helm bekommen, der wiegt weniger. Immer noch keine Light Roll. Ärgerlich. Dann, in dem Fall, laufen wir noch ein bisschen so rum. Ich habe noch einen kleinen Plan. Bevor ich zu den Gargoyles gehe, weil bei den Gargoyles... Oh, okay. Die Gargoyles sind so der nächste Boss, die anstehen. Ich möchte aber da oben einmal versuchen... Ach komm, wir laufen an euch vorbei. Ist egal. Ich möchte einmal versuchen, den schwarzen Ritter, der da oben steht, den würde ich gerne erlegen. Deswegen rennen wir einmal hier hoch. Ich hatte es schon einmal geschafft, ihn wegzuparieren. Und das möchte ich jetzt... Das möchte ich jetzt gerne wieder tun. Die Hüllensoldatrüstung vielleicht leichter? Nee, schwerer. So, um den schwarzen Ritter da unten platt zu machen, brauche ich hier ein bisschen Ruhe. Sonst ärgern mich die hier alle zu sehr. Hier wird gesagt, ich soll mir Havels Ring holen, wenn ich schon da bin. Ist eine gute Idee. Also rein theoretisch brauche ich jetzt auch keine leichte Rolle. Das heißt, ich kann die Helme anziehen, die dickste Rüstung, die ich habe. Wie dämlich das aussieht. Jawohl. Gut, passt. Easy as that. Was war nochmal der blaue Tränenring? Genau, das wollte ich... Was war das für eine Verteidigung, wenn Trefferpunkte gering sind? Ach, warum nicht, ne? Wir sind eh schwer.
Und jetzt Havels Ring noch. Dann hole ich den gerade auch. Mal gucken, ob ich, wie gut ich bin gegen den Kumpel da oben. Beziehungsweise da unten. Ich glaube, ich hatte ihn. Hatte ich ihn pariert? Das letzte Mal. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass ich jetzt gnadenlos draufgehe. Nee, ich hatte den nicht pariert. Scheiße. Aber es geht. Uff. Oh. Shit. Ich muss einmal ganz kurz. Okay. Nee. Run für dich. Sehr gut, sehr gut. Oh, ich hatte gerade so ein bisschen, das war jetzt schon minimaler Stress gerade, den ich hatte. Da ging mir ein bisschen die Pumpe. Ah, das ist zu viel. Immer noch zu viel. Okay. So. Jetzt haben wir nee, hier will ich noch nicht lang laufen. Ich könnte da hinten hoch. Da ist aber ein Black Knight mit Hellebarde, ne? Nee, will ich noch nicht. Will ich noch nicht machen. Ah, da wäre auch das Ausdauerschild. Wäre eigentlich... Ach, komm. Ich versuch's. Der Ausdauerschild. Ich muss mich auch jedes Mal wieder korrigieren. War der hier unten oder war der weiter oben? Weiß es gerade gar nicht. Der war doch hier irgendwo, der Schild, ne? Da unten ist es, glaube ich. Genau, und hier ist der. Läuft. Läuft. Sehr gut. Und das wichtigste Schild im Spiel, den wichtigsten Schild im Spiel bekommen. Nice. Und direkt hier unten war noch ein genau.
Und wieder leveln. Voll in Kondition noch. 15. Machen wir noch eins Leben. Level 19. Leute, Level 19. Was war hier hinten nochmal? Ich erinnere mich nicht mehr. Wo geht's hier nochmal hin? Ah, okay. Ups, alles klar. Nope. Ah, Moment. Ah, nee, 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 die killen mich. Von der Seite ist dumm. Von der Seite will ich da nicht hinlaufen. Das ist dumm. Das macht keinen Sinn. Ich muss von der anderen Seite hinlaufen. Da vorne gibt's ein nettes Schwert. Das auch ganz geil ist. Ist aber, glaube ich, ein Dex-Schwert. Dex und Glaube sogar? Sowas in der Richtung. Du bist Level 15. Ja, ist doch kein Ding. Seva, grüß dich. Hi. Noch sind die Level nicht zu weit auseinander. Alles easy. Jetzt ist nur die Frage. Ich glaube, ich gehe jetzt zu den Gargoyles. Also für alle auf YouTube, ich kann jederzeit jetzt gegnerische Spieler im Spiel haben. Jederzeit könnte einer ankommen und sich in mein Spiel schleichen. Rache für die Spieler von vorhin. Flippo, grüß dich, hi! Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Es freut mich, es freut mich! Pet, nee, nicht machen jetzt. Fällt mir gerade ein. Ich habe hier den Boss schon besiegt. Also in den Gebieten, in denen ich den Boss schon besiegt habe, könnt ihr nicht in mein Spiel eindringen. Aber gleich, theoretisch, bei den Gargoyles. Whoa, okay. Aua. Sicherheitssuff. Flippo. Dankeschön. Danke für den Sub. Vielen Dank. Leute, ey, ihr seid wieder viel zu krass, ne? Heute.
Also dieses Drachengroß, dieses Drachenschwert ist echt viel zu krass am Anfang. Das ist mega, das macht's einem ja super leicht. Und Level 20. Die Gargoyles im Nu, da bin ich gespannt drauf. Hi, mit dir habe ich noch gar nicht geredet, ne? That is a shame. But speak to me if you have a change. Ich weiß gar nicht, was macht der Eid? Könnt ihr mich kurz aufklären? Welcher Eid ist das von ihm? Nichts Besonderes, okay. So, also ich renne jetzt nicht direkt zu den Gargoyles, sondern wir machen erstmal hinten das Tor auf, holen den Schlüssel und bekämpfen diese Jungs hier. Aua, yep. Oh, ist das easy. Oh mein Gott, wie ich mich mit denen rumgeärgert habe hier. Ey, das Schwert ist ja der Hammer. Ne, also das ist echt krass. Wenn man weiß, was man zu suchen, zu nehmen, zu machen hat in dem Spiel, dann ist das wirklich... Alter Schwede, was ich mich hier durchgekämpft habe, ey. Oh. Wahnsinn. Den? Ja, der kommt. Na, dann killen wir den mal eben noch. So, was war hier noch los? Erst den da unten. Dann machen wir das Tor noch nicht auf, weil ich nicht weiß, ob die dann kommen. Ich habe hier oben nämlich noch zwei... Ah ne, die kommen gar nicht. Okay, ne, alles easy. Kann ich das Tor aufmachen. Eine Hellebarde bekommen. Doch, jetzt kommen sie. Oh, wie ich mich mit denen hier rumgequält habe. Oh Gott. Leute, ihr wisst gar nicht, was das gerade für eine unfassbare Erleichterung ist, dieses Drachenschwert im Early Game zu haben. Ja doch, ihr wisst es. Ihr wisst es alle. Nur ich wusste es nicht. Ja, Jungs. Wie machen wir das jetzt? Ihr könnt da oben bleiben. Oh. Oh, Jane. Nun, Jane. Ey. Wo ist Jane wohl? Da ist Jane. Wir kämpfen hier auf den Treppen. Ich habe halt die Boys da oben nicht gekillt, deswegen kann ich jetzt nicht da oben. Kuckuck! LOL! The fuck? Was ist passiert? Ich habe keinen Schaden gekriegt. Nach Sieg über Grabesfürstina? Was ist hier los? Netcode, Hilfe! Hä? Was?
LOL! Okay, wow, der Netcode ist ja... Oh mein Gott! Was war das denn? Und was hat er überhaupt für eine Rüstung? Wo kriegt er auf meinem Level diese Rüstung her? Was war das denn jetzt? Es gibt hin und wieder auch Cheater, die 0 Damage bekommen. Ah, okay. Na gut. Jetzt habe ich das Tor aufgemacht. Macht das jetzt Sinn, irgendwo anders zu starten? Nee, ich will ja auch meine Runen. Ich glaube, ich gehe wieder den Weg. Und nochmal. Ich will ja nicht nur meine Seelen zurück, sondern auch meine Menschlichkeit wieder haben. Achso, apropos Menschlichkeit. Mist. Ah, der andere Weg wäre besser gewesen. Fällt mir gerade so auf. Ah, naja. Jetzt sind wir schon hier. Sind ja gleich da. Den Finger mal drücken. Ja, machen wir gerade. Ich habe aber nur einen davon. Da brauche ich ja dann mehrere, ne? Eigentlich, oder? Hoppala. Kein Consumable, okay. Wait. Wo will ich überhaupt hin? Ah doch, hier. Nee, halt. Ah, da muss ich am Drachen vorbei. Muss ich hier am Drachen vorbei? Wie geht nochmal das Tor auf? Von der anderen Seite? Oder kann ich hier das... Hä? Bin ich jetzt doof? Shit. Oh. Nein, ach Mann. Der verdammte Sack, ey. Jetzt bin ich wieder sonst wo, ne? Ach, Fluch. So rum ist besser. Da kann ich mich einmal an das Leuchtfeuer da oben setzen und dann bin ich näher dran. Ach, dämliches Feuer, lass mich. Ey! Nein, 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 nein! Oh je, 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 oh je. Das war knapp. Ah, oh, das war knapp. Ich mach grad, weil ich's zu eilig hab, ziemlich viel Unsinn. Aber jetzt passt's.
bin nicht gestorben, da oben liegt noch die Menschlichkeit. Alles gut. Aber wir machen jetzt... Wir machen jetzt einmal... Nee, brauche ich ja nicht benutzen. Da oben liegt doch was. Dann habe ich für später noch welche. Wie knapp das gerade bei diesem dämlichen Ritter war. Nee, Ratten. Hier muss ich lang. Wobei, wenn ich es schaffe... Moment, das sollte doch eigentlich easy sein hier, den Drachen, oder? Die an der Mauer stehen bleiben oder so. Der spuckt gleich vor. Erst spuckt er gleich einmal Feuer. Sollte er. Yep. Kommt der runter, wenn ich hier stehe? Ja. Okay, nice. Ah! Perfekt. Genau so. So, kurz... Nee, ich bin schon gesessen, ne? Unheil schwindet und verschwindet nach... Was? Sieg über Grabesfürstdiener. Irgendwer hat Grabesfürst Nito gekillt, oder was? Wieso kann ich mich nicht an dieses... Jetzt. Jane? Echt? Auch der? Oh Mann. Komm, ey. Warte kurz. Wir machen das anders. Damit ich die Menschlichkeit nicht... Damit ich jetzt zumindest direkt das mal gemacht habe. Und ich will 10 Flakons, einfach nur weil... LOL! LOL! Das ist doch ein Bug! Das ist doch ein Bug jetzt gerade! Aua. Damit habe ich nicht gerechnet. Ey, come on. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Mann. Ey, mit dem hatte ich aber auch bei meinem letzten Durchlauf echt Probleme. Mit dem Boy. Jetzt, danke, okay. Ich hatte schon Angst. Okay, ich kann nochmal leveln. Gehen wir hier auf 20. Boah, keine Ahnung. Ein bisschen Beweglichkeit. Passt. Jetzt Level 22, Leute. Level 22. Und los geht's. Auf zu den Gargoyles.
Dafür aber ans andere Leuchtfeuer auf jeden Fall. Ans André Leuchtfeuer. Was sind hier eigentlich? Was sind das für Rufsymbole hier? Brauche ich die Boys? Die brauche ich doch nicht, oder? Ah, das sind NPCs, die bei Bossen helfen. Okay. Oder freundliche Spieler. Läuft. So, einmal am Leuchtfeuer rasten. Dann kurz bei André doch einmal hochleveln. Glaube, das müsste ja gehen. Ah nee, das geht gar nicht. Was brauche ich dafür? Drachenstein. Ach, guck an. Ja, aber momentan will ich nichts anderes benutzen als dieses Schwert, weil das wirklich sehr gut läuft. Ey, das ist so krass, ne? Ich habe alles bisher offline gespielt, wie viele andere Spieler man hier so insgesamt sieht. Das ist total verrückt. So. Also, jetzt blitzen wir hier einmal durch und ich hoffe, ich schaffe es relativ easy. Oh. Ups. Da steht ja einer, den dich habe ich ganz vergessen, Kumpel. Ich guck mal, ob ich hier einfach durchlaufen kann, ob das klappt. Nein, es klappt nicht, weil er blöd in der Tür steht. Verdammt. Das müsste ich denk auch, Flippo. Ich dachte auch, die NPC-Dinger sind immer vor dem Nebel oben. Scheiße. Ah! Ja, will jetzt gerade jemand versuchen, mich zu invaden aktuell, weil dann schluck ich eine Menschlichkeit. Ansonsten renne ich jetzt hoch ohne. Passt jetzt einfach timingmäßig gerade, ist saublöd gelaufen. Ich muss mich doch durchkämpfen durch die Kumpels dort. Ah, ich hab's aber auch bei meinem ersten und beim zweiten Run. Jedes Mal ist es das Gleiche. Jedes Mal das Gleiche. Man muss die hier killen. Ey, nee, 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 nicht gut, nicht gut. Ey, lasst mich doch hauen. Nee, was ist, warum kommt der denn jetzt her? Och. Ey, aber jedes Mal bei denen. Jedes Mal bei denen. Ach, Scheiße. Oh. Das ist so eine ganz miese Stelle da oben. Die kriegt mich immer noch, anscheinend. Kacke. Ah, der Mage bufft die. Ah, das wusste ich auch nicht. Jetzt probiere ich mal was. Er steht wieder hinter mir.
Hallo, kommt ihr bitte? Aha, guck mal. So nämlich. So, meine Güte. Oh, jetzt ist die schöne Menschlichkeit weg. Aber ich habe wieder eine. Lol, wo habe ich die her? Mache ich jetzt... Sollte ich vorher das da hinten machen? Und den Typen befreien? Ja, komm. Oder? Nee, ich muss ja hier sowieso wieder runter. Brauche ich mich ja jetzt vorher nicht quälen damit. Aus Angst seinen Kumpel gerufen. Das geht? Wie geil ist das denn? Oha, ist das krass mit dem Schwert. Nee, 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 nee. Oh, ihr mit euren dämlichen Feuerblödsinn. Was mache ich denn? Ah, oh, in dem Moment bin ich gestorben, Pat. Ach, shit. Das ist ärgerlich. Nein! Oh. Na, Hilfe! Oh, jetzt endlich. So, jetzt aber. Okay, geht doch. Ey, ist das krass. Ist das krass mit diesem Schwert? Das ist ja voll heftig. So, einmal die Glocke geläutet. Einmal mit dir geredet. Hat der noch mal irgendwas? Der hat, glaube ich, nichts Nützliches, ne? Für mich. Brauche ich nichts von. Ah, Mist. Jane hat mich schon wieder gekillt. Ah, ich habe jetzt natürlich Mist gebaut, weil ich jetzt ja eigentlich wieder... So, ich bin wieder menschlich. Aber die Gargoyles sind jetzt tot. Das ist natürlich eigentlich dumm, ne? Das machen wir so nicht mehr. Ich bin gerade am Überlegen. Du wirst niemals zu den Gargoyles kommen wegen Jane, lol. Ich bin gerade am Überlegen, wie nötig ist es,
dass ich diesen goldenen, den Golden Boy da oben befreie. Da, der hat einen richtig guten Ring, ne? So, kommt ihr alle mal? Ja, den Goldjungen, den habe ich immer als erstes gekillt, weil der irgendwie sus ist. Ich bin am Überlegen, ob ich mal die Quest von ihm... Was war mit ihm nochmal? War hier ein Loot? Ja. Ah, eine Menschlichkeit, guck mal an. Wichtig. Ja, ich habe den immer hier schon getötet. Ach so, lol. Hä? Weil ich die Gargoyles jetzt gekillt habe, ist der gar nicht mehr hier? Hätte ich den doch erst befreien müssen? Ah, guck mal, so wenig kenne ich mich aus in dem Spiel, ne? Der hat sich jetzt selbst befreit. Okay, dann ist er jetzt beim Firelink. Irgendwo. Was machst du denn hier unten? Ja, er killt die Feuerhüterin. Das habe ich aber auch nur von Leuten erfahren, weil ich habe ihn jedes Mal, habe ich ihn da oben schon gekillt. Laufe ich gerade einen dummen Weg? Ich bin ja bescheuert. Natürlich laufe ich einen dummen Weg. Ach Leute, ey, krass. Krass, krass, krass. Ich will ja zum Firelink jetzt. Oh Mann, ey. Ich hätte gedacht, dass viel mehr Leute in mein Spiel eindringen. Aber ja, wenn so viele spielen und online spielen, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ihr bei mir landet, sehr, sehr gering. Damit hätte ich nicht gerechnet, aber es wird auf jeden Fall noch besser werden, weil umso weiter wir im Spiel sind, umso weniger Spieler sind dort. Deswegen passt das schon. Ach, ich weiß immer noch nicht genau, was ich leveln will. Deswegen machen wir es mal even. 16, 16. Ah, was für ein Level habe ich? Level 25. Stufe 25. So, jetzt muss ich... Hello. I am Nightwear both undead. If you have none. Ach so, nee, verstärken kann ich den noch nicht. If you have none. Ja, ich kann ihn einfach killen, ne? Well, what have we here? Oh nein, ich spring hin. Oh. Scheiße! Oh, wo ist jetzt sein Loot?
Ah, Patty, das kam jetzt zu spät. Shit. Ah, okay, alles noch hier. Sehr gut. Sonst hätte ich jetzt probiert. 5 Menschlichkeit. Nice. Sorry, das tut mir leid. Bin ich jetzt... Ich bin nicht mehr menschlich, ne? Ich habe auch keine mehr. Aber dann schlucke ich jetzt eine und mach mich wieder menschlich. Was für wilde Rüstung es hier gibt. Da war gerade einer mit einer Totenkopfmaske. Auch noch nie gesehen. Also, auf zum Ziegendämon. Ich glaube am besten, am schnellsten bin ich wahrscheinlich. Nee, genau, hier rum. Hier rum bin ich am schnellsten, am besten dran. Könnt ihr bitte, danke, aus dem Weg gehen? Sehr gut, passt. Kann ich hier schon aufmachen? Nee, ne, das geht von der anderen Seite, stimmt. Da muss ich von der anderen Seite kommen. Ach komm, scheiß drauf. Egal. Ans Leuchtfeuer. Und wieder nach oben. Oder? Ist das jetzt dumm, was ich gerade tue? Ich glaube, das ist sau dumm, was ich hier mache. Ich glaube, der Weg ist besser. Da stört mich der Drache nämlich nicht. Ah, lass mich vorbei. Danke. Jetzt sind die zwei Bogenschützen da hinter mir oben, ne? Ja. So, jetzt hat. Weiter geht's. Fortschritt. Kurz orientieren, weil... Was war hier nochmal? Ich weiß gar nicht, wo geht's denn hier hin? Ah! Kriege ich die Tür auf? Sehr gut. Genau, Hundis.
Ich hasse sie in jedem Spiel von From Software. Sind die Hundis ätzende Mistköter? Hier bräuchte ich jetzt den Schlüssel, den ich hätte oben kaufen können bei dem Boy. Aber den muss ich ja auch gar nicht befreien. Ich will ja alle Bosse killen, so. Kommt ihr hier schon aus den Türen? Nee. Hier. Und dann seid ihr aber auch hinter mir, ne? Ja. Genau. Die haben mir beim ersten Mal, haben die mich so abgefuckt hier. Das war eine wilde Nummer. Oh, Tür auf, jawohl. Kommt her, Jungs. Hunde sind doch toll. Absolut. Thorsten, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen als Hunde. Zielschild. Jetzt, wie war denn das nochmal bei dem Ziegendämon? Erst die Hunde killen. Und dann, ich glaube, ich konnte ihn... Tassilo Slayer ist zurückgekehrt. Ah, da war einer von euch. Ich hab's nicht mitgekriegt. Ich hab's nicht mitgekriegt, Leute. Ah, wie kacke. Wie? Ah, dieses Drachenschwert, ne? Dieses Drachenschwert. Oh, Leute, da war einer von euch und ich bin... Nein! Ich hab's gar nicht mitgekriegt, dass einer reingekommen ist. Oder war das gerade genau in dem Moment, dass... Als ich durch die Tür gegangen bin, also weil... Das war jetzt schon ein bisschen seltsam. Wer von euch heißt Tassilo Slayer? Mit Absicht gemacht. Nein, auf keinen Fall! Brauche ich irgendwas von ihr? Nee, ne? Na, die Moosklumpen später mal vielleicht. Lange nicht so weit, Pat, das ist mega schade. Wie lange bräuchtest du denn, um hierher zu kommen, ungefähr? Oh, no! Ah, Hilfe! Oh Gott, nicht sterben! Nicht. Nein, 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 nein! Hilfe! Oh Gott, lass mich in Ruhe! Bitte! Nicht hauen, nicht hauen! 11.000 Seelen! Ah, der Dude oben hat auch Läuterungssteine, ja, stimmt. Was ist jetzt passiert? Warum wurde ich hier wieder rausgeschmissen? Jane hat deinen kompletten Run zerstört. Ach, kacke. Das ist mega ärgerlich, dass dann so ein Cheater den Run kaputt macht. Ah, da hättest du auch, ja, halt nicht menschlich sein, bis du mich invaden willst, ne? Das wäre eigentlich so das Ding.
Ah, der oben verkauft das für 3000. Gut zu wissen. Danke für die Info. Level 27. So, nächster Boss ist, glaube ich, jetzt Quelaag, oder? Oh, oh, oh! Hilfe, was passiert hier? Nein, oh Gott! Ah, hi, hallo Jungs, ich wollte nur mal kurz vorbeischauen. Klaffdrachen skippen. Auf was ist das Ja bitte bezogen, Pat? Na, ich will ja schon All Bosses machen eigentlich. Das heißt, Kanalisation und Klaffdrache sind jetzt schon eigentlich mit drin. Der kriegt mich auch. Hundi. Wusste ich. Metzger. Läuft. Metzgerin? Ehrlich? Ist das eine Frau? Lol. Große Glut. Nice. Nachricht lesen. Achtung, Skelett. Wow. Okay. Wo war jetzt hier nochmal das nächste Leuchtfeuer? Wo war hier das nächste Leuchtfeuer? Oh, ich weiß es nicht mehr. Da oben irgendwo. Oder? Nee, die Tür hier könnte man aufmachen. Boah, jetzt wird's wild, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin sollte, wo es lang geht. Hier unten bin ich immer aufgeschmissen.
Hier unten habe ich immer Probleme. Lol. Da ist ein... Da wurde jemand verflucht. Bin ich hier richtig? Ah, da geht's runter. Nein, das wollte ich nicht. Shit. Das war gut. Das ist gut gelaufen an der Stelle. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, wo ich hin muss, ne? Ich bin komplett orientierungslos. Ich irre hier auch immer so ein bisschen durch die Gegend und versuche irgendwie den richtigen Weg zu finden. Oh, Ratten! Ratten ist, glaube ich, ein gutes Zeichen erstmal. Oder auch nicht? Nee, wo bin ich? Wo muss ich hin? Wo ist hier nochmal dieses Leuchtfeuer? Kann mir einer eine irgendeine Orient... Ah, warte, hier? Das sieht gut aus. Hier war doch... War hier nicht eine Ratte in der Kiste oder sowas? Ha, sehr gut. Okay. Wenig Schaden diese Dinger kriegen, ne? Oh Gott, nee, 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 nicht killen. Warte, ich glaube, hier muss ich lang. Und dann muss ich irgendwie... Bin ich mir nicht mehr sicher, wo es da und da lang geht. Also hier links ist das Leuchtfeuer. Hier. Das passt. Das ist schon mal gut. Und jetzt muss ich erst den Brutzler killen. Diejenigen, die meinen ersten Dark Souls Playthrough gesehen haben, auf YouTube zu finden, die können sich vielleicht noch ganz gut an den an Klaffdrache und das Brutzler-Problem erinnern. Der hat mich nämlich ganz schön Nerven gekostet, der Brutzler. Könnt ihr gerne, das YouTube-Video heißt Klaffdrache und das Brutzler-Problem. Einfach mal reingucken, was da los war. Ah, der Mage, der Sack. Genau, ja, genau der. ich habe wahnsinnig rumgerätselt, was zu tun ist, was man da machen kann. Ich glaube, an der Stelle machen wir eine kurze Pause, würde ich sagen. Und beenden eine YouTube-Folge. Ich habe viel geschafft, viel Fortschritt gemacht in dieser einen Stunde. Leider nur eine Invasion von einem
wahrscheinlich Cheater. Das ist sehr ungeschickt und schade. Und die andere Invasion, die stattgefunden hat von Tassilo Slayer, wer auch immer es ist, er hat sich noch nicht zu erkennen gegeben, ist leider schiefgelaufen. Leider schiefgelaufen. In der nächsten Folge gibt's bestimmt eine. Irgendwie wird's einer schaffen, bei mir zu landen. Und bis dahin sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.